Du hörst ein Live-Channeling auf dem Kanal Spiritscape, gechannelt und gesprochen von Carina Hauke. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ich grüße euch, Menschen. Ich bin Erzengel Raphael. Ich stehe für Heilung. Ihr könnt mich rufen, wenn ihr Heilung erleben wollt. Ich stelle euch meine Heilkraft zur Verfügung. Ihr könnt sie spüren und durch euer System fließen lassen. So ruft mich, wenn ihr Heilung braucht, egal bei welchem Thema. Ob es etwas Körperliches ist, etwas Emotionales, ob ihr Heilung in Beziehungen bringen wollt, egal um was es geht. Ich stehe euch gern zur Verfügung, um euch zu helfen, in die Heilung zu gehen. Empfangt meine Heilenergie. Lasst euch von ihr einhüllen. Erbittet meine Hilfe, wenn ihr mögt. Viele Menschen haben körperliche Erkrankungen, emotionale Leiden, Probleme und Konflikte. Das ist normal, ihr seid hier auf der Erde, um dies alles zu erleben und zu erfahren. Und es zeigt euch, das nicht umsonst. Alles hat einen tieferen Sinn. Und so hängt so manche Erkrankung und so manches Problem mit tiefer liegenden Aufgaben entsprechend eures Seelenplans zusammen. So habt ihr Konflikte, Probleme oder körperliche Krankheit. Nicht, weil ihr bestraft werden sollt oder weil es darum geht, dass ihr leiden sollt. Das ist niemals der Fall. Im Gegenteil, jedes Problem und jede Krankheit hat einen Sinn und jedes dieser Dinge dient euch in eurer Entwicklung. Jedes emotionale Tief dient euch. Ihr wächst und ihr entwickelt euch weiter. Ihr durchlebt Tiefen, möglicherweise tiefe Verzweiflung. Es tun sich euch Abgründe auf. Ihr fühlt euch ohnmächtig oder in eurem Körper gefangen. Und doch seid ihr nicht ohnmächtig. Ihr habt die Macht,
und ihr habt die Kraft, euch selbst zu heilen. Nehmt diese eigene Kraft wieder wahr und nehmt eure eigene Macht an. Ihr dürft in die Selbstermächtigung kommen. In dem Moment, wo ihr eure eigene Macht wieder anerkennt. Anerkennt, dass ihr Schöpfer eures eigenen Lebens seid und dass ihr alles kreiert, was euch im Leben widerfährt. In dem Moment, wo ihr dies begreift und für euch annehmt, habt ihr die Macht. Ihr entscheidet euch für eure Macht. Ihr entscheidet euch damit, die Opferrolle loszulassen. Denn ihr seid nicht Opfer eures Schicksals, ihr seid nicht Opfer eurer Krankheit, Opfer eures Problems oder Opfer anderer Menschen. Ihr macht euch zum Opfer, wenn ihr euch in diese Rolle begebt. Wenn ihr euch als ohnmächtig anseht, als machtlos und klein und hilflos. Und diese Gefühle und Gedanken sind sehr mächtig. Sie lassen euch glauben, dass dies genau so ist. Doch dies ist nicht so. Es ist eine Illusion, die ihr euch hier auf der Erde erschaffen habt. Und so wird jede Illusion zur subjektiven Wahrheit. Wenn ihr also glaubt, dass ihr machtlos seid, dass ihr ausgeliefert seid und ohnmächtig, dann fühlt ihr dies so und ihr haltet dies für die Wahrheit. Doch wenn ihr euch einmal für einen Perspektivwechsel entscheidet und annehmt, dass ihr selbst die Kontrolle über euer Leben habt, dass ihr selbst es seid, die zulassen, dass gewisse Dinge passieren und dass die Möglichkeit besteht, dass ihr selbst die Schöpfer eurer Probleme seid, dann seid ihr auch die Schöpfer für eure Lösungen und eure Heilung. Dies bedeutet aber auch, Verantwortung zu übernehmen. Und dies ist für viele Menschen so schwer. Denn es ist in gewisser Hinsicht immer leichter, die Ursache im Außen zu suchen. Im Außen Gründe zu finden dafür, warum es einem selbst schlecht geht. Es ist leichter, weil man selbst dann nicht viel tun muss, weil man vom Außen erwartet, dass er oder sie oder es die Situation etwas verändert. Und damit begebt ihr euch in Abhängigkeit. In Abhängigkeit von anderen Menschen, von Situationen, Gegebenheiten. Von einer äußeren Macht, die über euch und euer Leben bestimmt. Und nun stellt euch einmal vor und erkennt an, dass dies eine Illusion ist.
stellt euch vor, ihr selbst habt es in der Hand. Ihr seid die Schöpfer und ihr habt die Macht, alles, wirklich alles zu heilen, was ihr heilen wollt. Und spürt einmal in diese Idee hinein. Tut dies, wenn ihr mögt, in diesem Moment. Schließt eure Augen und lasst diesen Gedanken einmal zu. Ihr habt die Macht, alles aufzulösen, das euch belastet und euch einschränkt und euch die Luft zum Atmen nimmt. Ihr habt die Macht. Und ihr könnt euch entscheiden. Und das könnt ihr in jeder Sekunde eures Lebens tun. Ihr könnt euch entscheiden, von jetzt an diese Macht zu euch zurückzunehmen. Die Macht, die ihr dem Außen geschenkt habt, jetzt und ab dieser Sekunde zu euch zurückzunehmen. Ihr entscheidet euch, selbst verantwortlich und mächtig zu sein, euch in Heilung zu bringen. Spürt einmal hinein, was dieser Gedanke mit euch macht. Wie fühlt es sich an, zu wissen und für diesen Moment anzunehmen, dass ihr die Kraft bei euch selbst habt und in euch selbst zu heilen. Ihr tragt die Selbstheilung bereits in euch. Und wenn ihr diese Macht und diese Kraft akzeptiert und sie nicht hinterfragt, sondern als gegeben hinnehmt und ihr diese Macht zurückholt, dann habt ihr alles, was ihr braucht, um in Heilung zu gehen. Und ihr braucht an diesem Punkt und an dieser Stelle noch gar nicht zu wissen, wie ihr dies tut, wie ihr in Heilung kommt. Das ist nicht wichtig in erster Linie. In erster Linie ist nur entscheidend, dass ihr eure eigene Macht und eure eigene Schöpferkraft wieder an euch nehmt. Und dass ihr spürt, was dies in euch auslöst. Und euch für den Anfang dies erst einmal wieder erlaubt. Und dadurch darf etwas in euch in Bewegung geraten. Ihr könnt eure Macht spüren lernen. Und es reicht in erster Linie die Intention. Ich entscheide mich jetzt, meine Macht wieder an mich zurückzunehmen. Und ich entscheide mich jetzt, meine Selbstheilungskräfte ab heute, jetzt, in diesem Moment zu aktivieren. Und ich entscheide mich jetzt, die Verantwortung für meine Probleme und meine Gesundheit an mich zu nehmen. Jetzt. Spürt hinein. Wie fühlt sich dies an? Was fühlt ihr jetzt?
Lasst es in euch nachwirken. Und wenn ihr dies wirklich tut und wirklich anerkennt, dass ihr selbst eure eigenen Heiler seid und Heilerinnen, und wenn ihr eure Kraft und eure Macht zurücknehmt und in die Selbstermächtigung kommt, dann könnt ihr die Heilung wirklich leben und wirklich empfangen. Und dann könnt ihr auch Hilfe von außen annehmen, die euch wirklich in den Tiefen und an der Wurzel des Problems helfen können. Ihr könnt die Hilfe annehmen und ihr könnt eure Probleme am Ursprung auflösen, weil ihr erst dann wirklich bereit seid, in Heilung zu gehen. Viele Menschen kennen das Problem, dass sie Hilfe suchen und zu Ärzten gehen oder Heilern oder selber ganz viel ausprobieren in der Verzweiflung, dass sie ihr Problem doch lösen mögen, dass sich der Körper doch nun endlich heilt. Und sie suchen und suchen im Außen. Und sie wundern sich und sie verzweifeln ganz tief, weil sie feststellen, dass letzten Endes nichts so wirklich hilft. Und es ist häufig so, dass die Ursache darin begründet liegt, dass dieser Mensch noch nicht bereit für die Heilung ist. Denn er hat noch nicht verstanden, und ich meine hier nicht mit dem Verstand. Ich meine eine tiefe Erkenntnis. Er hat noch nicht verstanden, dass er selbst den Schlüssel zur Heilung in sich trägt. Und in dem Moment, wo dies klar wird und emotional spürbar ist, indem die eigene Kraft erkannt wird und die Selbstheilungskräfte wirklich angenommen werden. Erst in diesem Moment kann Heilung geschehen, tiefgehende, am Ursprung ansetzende Heilung. Deshalb leidet ihr häufig so lange. Es ist ein Prozess, denn auch diese Vorbedingungen, in denen ihr im Außen sucht, auch die sind notwendig und auch dies ist ein Prozess der Heilung. Denn ihr braucht diesen Schritt in eurer Entwicklung, den Schritt, der euch wieder zu euch selbst führt und zu eurer Schöpferkraft. Und zu eurer Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Ihr braucht diesen Schritt, um am Ende wirklich in die Heilung zu gehen. Von daher ist dies durchaus sehr wichtig, auch wenn dies häufig mit ganz viel Leid verbunden ist. Und das darf es auch. Denn für diese Entwicklung sind viele von euch hergekommen. So verurteilt dies nicht und verurteilt euch selbst nicht. Ihr brauchtet diesen Weg oder ihr braucht ihn immer noch. Es ist ein Prozess und er darf so laufen, er darf sich so zeigen. Und wenn ihr soweit seid und eure eigene Macht erkennt, dann ergreift sie und nehmt sie zu euch zurück und erlaubt euch,
in tiefstem Inneren eures Seins. Jetzt wirklich in Heilung zu gehen. Und so können auch wir in der geistigen Welt und zum Beispiel auch ich, Erzengel Raphael, euch bei der Heilung unterstützen. Wir helfen euch sehr gerne auf eurem Heilweg. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns um Hilfe bittet, wenn ihr uns ruft und unsere Heilströme entgegennehmt. Wir freuen uns, euch auf den richtigen Weg zu schubsen, wenn man es so ausdrücken mag, euch Heilimpulse zu geben. Und Heilung geschieht immer an der Ursache. Wenn ihr um Heilung bittet für ein Thema, dann kann es sein, und das aber nur, wenn ihr euch dafür wirklich öffnet, für diese Heilung, dann kann es sein, dass sich etwas ganz anderes in eurem Leben zu bewegen scheint, ein anderes Thema plötzlich aufkommt oder euch schmerzlich bewusst wird. Ihr bringt es gar nicht in Zusammenhang mit dieser Erkrankung oder dem Thema oder dem Konflikt. Und trotzdem ist es eben kein Zufall, dass dieses andere Thema aufkommt oder diese Verletzung. Denn möglicherweise ist hier die Ursache begründet für eure Krankheit oder den Konflikt oder euer Problem. Und so zeigt euch sich dieses Problem im Nachgang, nachdem ihr hier Heilung reingegeben habt oder Unterstützung von uns aus der geistigen Welt bekommen habt. Und so ist das, was sich euch aufzeigt, niemals umsonst. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Thema, das dann aufkommt, mit eurer Bitte um Heilung zusammenhängt. So schaut genau hin. Was möchte euch dies sagen? Welche Botschaft schwingt hier mit? Und könnte dies einen Zusammenhang haben zu eurem Thema, für das ihr Heilung wünscht? Schaut genau hin und spürt in euch hinein. Nutzt eure Intuition dafür. Sie hilft euch dabei. Ihr braucht die Ursache eines Problems oder einer Krankheit nicht immer gleich identifizieren, um in Heilung gehen zu können. Dies ist ein Weg, die Ursache zu erkennen und sie zu beheben. Das ist aber gar nicht notwendig. Denn sobald ihr euch auf den Weg der Heilung macht, und ihr auf diesem Weg seid und voranschreitet, geht ihr immer in Richtung der Ursache. Dafür müsst ihr sie nicht erst herausfinden. Ein wichtiger Aspekt der Heilung ist es, sich für die wirkliche Heilung zu öffnen und dann achtsam zu sein mit dem, was sich euch zeigt. Was tut sich in euch auf, wenn ihr euch wirklich öffnet? Was möchte sich euch zeigen? Was für Empfindungen kommen auf? Welche Gedanken? Was tut sich in eurem Leben auf? Wie gesagt, möglicherweise neue Themen, scheinbar neue Themen.
neue Gedanken. Was passiert, nachdem ihr die Entscheidung getroffen habt, wirklich in Heilung zu gehen? Der Schlüssel ist Präsenz und Achtsamkeit mit euch selbst. Und die Hingabe an das, was sich euch zeigt. Wenn ihr flüchtet und vermeidet und ihr nicht sehen und fühlen wollt, was sich euch da zeigt, dann könnt ihr auch nicht in Heilung gehen. Und es kann sein, dass das, was sich euch zeigt, wirklich schmerzhaft ist. Dass es wirklich sehr tief bewegt oder traurig macht oder wütend. Dass es negative Emotionen in euch auslöst oder als schlimm bewertete Erkenntnisse, die wehtun und die einen großen Schritt in eurem Leben von euch abverlangt. Das kann sein. Und wenn ihr euch davor sperrt, dann wird sich euch dies auch nicht zeigen, weil ihr nicht spüren wollt, weil ihr euch verweigert und eben doch noch nicht bereit für die Heilung seid. Aber wenn ihr es seid, dann zeigt sich euch der Schlüssel für die wahre Heilung. Und dann geht ihr immer in Richtung Ursache. Dann ist es niemals eine reine Symptombehandlung. Dabei ist es hilfreich, dass ihr euch bewusst macht, dass dies ein Prozess ist. Es wird sich niemals, zumindest mit geringer Wahrscheinlichkeit, von heute auf morgen auflösen. Und das braucht es auch nicht, denn ihr macht euren Entwicklungsprozess durch. Ihr schreitet voran. Und jede neue Erkenntnis und jede Verbesserung, die ihr erlebt, geht in der Regel mit Veränderungen in eurem Befinden oder an eurem Leben und eurem Verhalten einher. Das ist der wahre Weg der Heilung. Es kostet Energie, es kostet Aufwand und es kostet häufig Mut, da ihr etwas Grundlegendes verändern müsst, möglicherweise. Und so kommt ihr Schritt für Schritt in Heilung. Und ihr seid es, die dies vollziehen. Ihr selbst seid es, denn ihr seid die eigenen Schöpfer eures Lebens und eurer Gesundheit. Und eines Lebens voller Reichtum, Freude, Glück. Ein Leben in Fülle. Ihr seid die Schöpfer dessen. So nehmt eure Macht zurück an euch. Und ihr könnt wahre Heilung erfahren. Und an dieser Stelle unterstützen wir euch gerne. Ruft uns und bittet uns um Heilung, um Erkenntnis, um Hinweise zur Lösung. Und wir stehen euch zur Seite. Wir sind immer da. Und wir warten nur darauf, dass ihr uns ansprecht,
denn wir dienen euch wirklich gerne. Ihr seid eure eigenen Heiler. Ihr braucht niemanden im Außen. Der Schlüssel zur Heilung liegt immer in euch selbst. Genauso wie der Schlüssel zur Lösung von Problemen. Ihr braucht niemanden im Außen. Ihr seid machtvolle Schöpferwesen. Und so nehmt diese Macht an. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, Hilfe im Außen zu suchen. Es kann eine hilfreiche Krücke sein. Und doch seid ihr es letzten Endes, die euch wirklich selbst heilt. Helfer im Außen können euch höchstens stützen. Und wenn ihr dies erkennt und anerkennt und eben eure eigene Heilkraft annehmt, dann können auch die Helfer besser wirken. Und letzten Endes seid ihr selbst es, die euch in Heilung bringen. Unterschätzt eure eigene Heilkraft nicht. Nehmt sie an euch und lasst sie durch euch fließen und heilt euch selbst. Ihr habt die Macht. Und auf dem Weg der Selbstheilung können wir euch unterstützen. Aber die Verantwortung für eure Heilung, die übernehmt ihr selbst. Und so kann auf den tiefsten Ebenen echte Heilung geschehen.